Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über die Neuigkeiten am Foto- und Videomarkt unter dem Hashtag Silvius Woche. Das heißt, wir werden am Ende des Videos auch Beiträge aus Instagram hier besprechen. Und heute gibt es in diesem Video die wohl beste Vollformatkamera, zumindest laut DxO Mark, nach deren Ranking, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ihr dürft euch auf jeden Fall darauf freuen. Und wir beginnen mit Instagram. Instagram hat ein neues Update angekündigt und in diesem Update wird es vor allen Dingen dann darum gehen, dass Fotos nicht mehr 4:3 bzw. 4:5 vorgestellt werden, sondern in 9:16 Format. Das kennst du vielleicht schon aus Reels oder generell aus Videobeiträgen auch bei YouTube. Und dieses Format möchte Instagram jetzt voranbringen. Das heißt, in Zukunft wird es dann so sein, dass du wahrscheinlich deine Fotos nur noch in 9:16 veröffentlichen kannst. Instagram möchte sozusagen den Fullscreen-Feed veröffentlichen, will den quasi damit ein bisschen mehr voranbringen, damit du dann Fotos quasi auf dem kompletten Screen anschauen kannst und nicht mehr so zugeschnitten siehst. Mich würde an der Stelle interessieren, wie ihr das findet. Seid ihr ein Freund davon? Also seid ihr ein Fan davon, dass die Fotos quasi noch breitgezogener dargestellt werden? Oder habt ihr mit dem jetzigen Format echt viel Freude und sagt, es ist im Hoch- und Querformat ideal? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare unter diesem Video, das würde mich sehr interessieren. Ist hier auf jeden Fall ein Vor- und ein Nachteil in diesem Ganzen. Der Vorteil liegt natürlich zum einen darin, dass du unten und oben im Bild noch mehr Informationen darstellen kannst. Hast aber gleichermaßen das Problem, dass das Foto mehr beschnitten wird, was die Breite angeht. Das heißt, das Foto wird noch schmaler und alle, die keinen Weitwinkel haben, werden dann wahrscheinlich immer mehr Probleme bekommen, die Fotos quasi gut zuschneiden zu können. Denn wenn ich daran denke, wie meine Fotos im 4x5 Format aussehen, wenn ich sie mit einer 28mm Brennweite fotografiert habe, dann wird es immer oft schon schwierig, den Vordergrund und das, was hinter dem Objekt noch gut darzustellen, weil einfach so viel beschnitten und abgeschnitten wird. Ich finde es ein bisschen schwierig, aber natürlich ist es auch cool, dass du dann nochmal einen anderen Look drin hast. Zum einen hast du im Fullscreen-Modus, wie gesagt, das Bild oder das Video und zum anderen hast du auch nochmal Informationen, was zum Beispiel im Himmel angeht oder im Untergrund, gerade in der Weitwinkelfotografie. Das kann, glaube ich, richtig cool aussehen. Auf jeden Fall ist das wieder mal ein Game-Changer, den hier Instagram ins Spiel bringt und ich denke, es wird auf jeden Fall seine Auswirkungen auf die Fotografie haben. Denn nicht zuletzt sind da inzwischen viele draußen unterwegs, die fast nur noch Hochformat fotografieren, eben wegen Social Media. Und ich bin gespannt, wie ihr als Community darauf reagiert. Also lasst mir gerne einen Kommentar zu diesem Thema unter diesem Video. Machen wir weiter mit Fujifilm. Fujifilm hat nun endlich die Nachfolgerin der X-H-Serie angekündigt. Und die soll auch Ende des Monats herauskommen. Und zwar sollen das schon zwei Kameras sein. Eine wird Ende Mai vorgestellt, den Gerüchten zufolge, und eine soll etwas später kommen. Es ist zum einen die X-H2 und die X-H2S. Fragt sich nur, wo sie das abgeschaut haben mit dem S. Die X-H2S soll bereits Ende Mai veröffentlicht werden. Sie hat einen 26-Megapixel-Sensor, soll wohl angeblich 6K-Video können. Und sie sieht typischerweise eben dann nicht aus wie die Fujis, die wir alle kennen aus der X-T-Serie. Ich habe hier zum Beispiel die X-T2. Und die hat typischerweise hier oben dieses analoge Feeling, was ich da persönlich sehr mag und extrem auch gerne in die Hand nehme zum Fotografieren. Die X-H-Serie hat das alles nicht. Die hat typischerweise hier drüben nur ein Moduswahlrad, wo du dann die verschiedenen Programmmodi oder den manuellen Fokus, manuellen Bildmodus einstellen kannst, sorry. Und hier rechts fehlen natürlich alle Drehräder außer Blende und Verschlusszeit, das ist ja auch gleich. Der Ein- und Ausschalter ist ein bisschen weiter nach vorn gesetzt und ihr habt hier oben ein Display. Das ist etwas, was ich beispielsweise bei den Systemkameras generell gerne habe. Die X-H-Serie hatte das ja schon in der ersten Serie. Wie gesagt, all das, was hier oben ist, gibt es bei der neuen dann wieder nicht. Das wird dann wieder, wie bei der Vorgängerin, alles nicht dort sein. Aber sie ist natürlich etwas größer. Sie haben auch einen noch ein bisschen größeren Griff wohl verbaut und das Display lässt sich seitlich zum Gehäuse ausklappen. Also ähnlich wie bei der Canon EOS R hier zum Beispiel oder wie bei der Sony A7 IV, was auch neu verbaut wurde. Also so ähnlich soll das Ganze wohl sein. Wie das Ganze aussieht, wissen wir natürlich noch nicht so richtig. Es gibt erst ein paar Bilder im Internet und da weiß man auch nicht so richtig, ob man das Ganze so richtig verifizieren kann dazu. Das heißt also, wir müssen uns bis Ende Mai noch ein bisschen gedulden, bis die erste von den beiden vorgestellt wird. Und Ende des Jahres ungefähr soll dann die H2 vorgestellt werden. Die X-H2 soll einen 48-Megapixel-Sensor drinnen haben, auch wieder APS-C natürlich und soll bis zu 8K-Video können. Da bin ich gespannt, wie sie das mit dem Hitzemanagement machen, weil irgendwie gefühlt jede zweite
zweite Kamera selbst mit 4K 120 Frames schon Probleme bekommt und dann überhitzt. Ich denke ja da nur an Actionkameras oder auch an Systemkameras, die dann irgendwann abschalten. Ich bin gespannt, wie Fujifilm das in den Griff bekommen hat, weil sie scheinen wohl auf ein aktives Kühlsystem verzichtet zu haben. Da lasst uns mal überraschen, wie Fujifilm diesem Problem begegnet ist. Kommen wir zu Canon. Canon hat ja nun mit der EOS R5, der EOS R, der R6, der R3 und der RP schon Vollformatkameras auf dem Markt etabliert, aber noch keine APS-C-Kamera, zumindest keine richtig gute mit dem RF-Bajonett. Und das soll sich Ende des Jahres ändern. Da soll die EOS R7 rauskommen, eine APS-C-Kamera, die bis zu 20 Bilder pro Sekunde aufnehmen soll, angeblich einen 32-Megapixel-Sensor haben soll, also ähnlich wie die R ungefähr. Und sie soll 4K bis zu 60 Bilder aufnehmen können. Das heißt, du kannst da auch eine kleine Slow-Motion machen mit 60 Bildern pro Sekunde. Das geht dann schon durchaus. Und wenn das alles so wird, wie Canon wohl, zumindest laut Gerüchten zufolge, plant, dann scheint es wohl eine recht gute APS-C-Kamera zu sein. Fragt sich noch, was sie kostet. Das konnte ich nicht herausfinden. Aber mich würde interessieren, ob ihr an einer APS-C-Kamera mit RF-Bajonett interessiert seid. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Sprechen wir über Drohnen. DJI hat heute die Mini 3 Pro vorgestellt und sie soll der Gamechanger für Videoaufnahmen, gerade für den Social-Media-Bereich sein. Die Kamera kann 4K 60 Frames, klar, das können inzwischen viele. Sie soll aber auch 4K HDR nativ unterstützen, mit dem dementsprechenden Log auch, wo du sozusagen auch ganz viel aus dem Video nochmal herausholen kannst, was Farbtiefe und Brillanz angeht. Sie soll einen gestackten ISO-Sensor haben, wo man angeblich auch bei Lowlight oder in der Dämmerung bei Nacht sehr gut noch Bilder und Videos aufnehmen kann. Und sie soll wohl angeblich einen Motor drin haben, der es ermöglicht, das Kameramodul zu drehen, sodass du native Hochformat-Videos aufnehmen kannst während des Fluges. Das ist schon ziemlich ordentlich. Also ich habe so eine Drohne nicht. Meine kann nur in Querformat aufnehmen. Ich müsste es quasi immer zuschneiden. Aber diese Möglichkeit ist schon recht cool. Natürlich hat sie alle anderen Sicherheitseinrichtungen auch, wie beispielsweise das Umfliegen von Hindernissen und das Active Tracking zum Verfolgen von Gegenständen und bewegenden Objekten, beziehungsweise auch die Sicherheitsabstandseinhaltung zu allen drei Richtungen. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Sie kann auch bis zu 48 Megapixel Fotos aufnehmen, wenn denn jemand noch Fotos macht mit der Drohne. Und sie soll auch ohne Fernbedienung schon recht günstig sein, und zwar für 739 € ist sie schon zu haben. Da geht man, glaube ich, auch so ein bisschen den Weg, den viele Hersteller inzwischen gehen, im Sinne von Netzteile werden nicht mehr mitverkauft und dafür ist die Kamera dann vermeintlich günstiger oder das Telefon. Und genauso kannst du hier natürlich mit neuer Fernbedienung auch kaufen. Aber wenn du jetzt eine alte Fernbedienung hast, wie ich hier, die soll wohl angeblich auch damit funktionieren, weil sie alle Frequenzen mit unterstützt. Und dann sparst du dir nochmal knapp 100 € für die Fernbedienung oder du gibst eben die 829 € aus, aktueller Stand zumindest im Preis, und hast dann die neue Fernbedienung mit dazu. Also das sind wieder keine Grenzen gesetzt. Das muss wieder jeder selbst wissen, was er dann davon braucht und was nicht. Aber ich finde das Konzept sehr spannend und hier würde mich auch interessieren, ob ihr euch die Drohne anschauen werdet. Und jetzt haben wir lange genug gewartet. Wer ist denn jetzt die beste Vollformatkamera? Das soll laut DxO Mark die Leica M11 sein. Ich kenne niemanden, der eine Leica in der Größenordnung hat. Sie ist natürlich auch schon ein ordentliches Flaggschiff, also mit 60 Megapixeln soll sie womit die beste Lowlight-Performance haben, die beste Auflöse-Performance und soll generell auch einen sehr, sehr guten Dynamikumfang haben und soll in allem zusammen sozusagen zusammengefasst die beste Vollformatkamera laut Ranking sein. Die zweitbeste ist übrigens die Panasonic Lumix S1R. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal unter diesem Video auf den Link. Da habe ich auch das Ganze als Quelle nochmal verlinkt. Da könnt ihr selbst nochmal das Ranking anschauen und auch selbst durchlesen, wie sie daran gegangen sind. Aber für deren Begriffe ist es die beste Vollformatkamera, was den Sensor angeht. Ich habe keine, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber es klingt durchaus spannend, dass da Leica jetzt Nummer 1 ist und unangefochten erstmal da oben stehen bleiben kann. Und sprechen wir noch über Objektive. Sigma scheint wohl zum Ende des Jahres ein neues Objektiv zu planen für den Sony E-Mount, ein 70-200 Blende 2.8. Da gibt es ja noch kein natives von Sigma, beziehungsweise ist das alles ein bisschen adaptiert und das wollen sie komplett neu entwickeln. Das Problem an der Sache ist, es gibt kaum noch neue Informationen dazu, ob das Ganze wirklich umgesetzt werden kann, weil in den letzten Monaten kaum noch Neuigkeiten herausgekommen sind. Vielleicht halten sie auch dieses Mal sehr dicht und verraten niemandem etwas und sind dann quasi überrascht dann mit dem Ganzen auf dem Markt und wir freuen uns alle, wer es quasi braucht.
Mich würde interessieren, wo Sigma da den Preis ansetzt und wie das Ganze verarbeitet wurde. Aber wie gesagt, da weiß man noch nicht so viel. Es soll auf jeden Fall Ende des Jahres veröffentlicht werden, wenn denn das alles so stimmt. Ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen gespannt bleiben und den Markt bis dahin beobachten. Und kommen wir zum Schluss zu dem Feature der Woche, und zwar zum Hashtag Silvius Woche. Wenn du gern gefeatured werden möchtest in meinen Instagram-Stories oder hier bei YouTube, dann verwende diesen Hashtag bei deinen Bildern, wenn du sie postest, oder bei deinen Reels. Und dann kann ich das Ganze sehen und hiermit aufgreifen, wenn es denn hiermit reinpasst. Wir fangen mal mit dem ersten an, und zwar von Frima Photography. Da wurde ein wunderschönes Bild von der Königin des Saaletals gepostet. Es ist ein sehr, sehr schönes Foto. Ich weiß nicht so richtig, ob es mit der Drohne aufgenommen wurde. Ich glaube nicht. Aber ich weiß, dass dort in der Nähe auch sehr, sehr viele mit der Drohne fotografieren und filmen, um das Ganze aufzunehmen. Ich finde es sehr schön gelungen, vor allen Dingen, weil der Vordergrund noch ein bisschen unscharf ist und der Himmel auch durchaus mit dem leicht dunkleren Blau recht gut dazu passt. Also vielen Dank, dass du den Hashtag benutzt hast. Wir gehen weiter zu sb.photobook. Auch hier wieder ein Foto, und ich denke eher, das ist ein Drohnenfoto von der Leuchtenburg in Thüringen. Den Spot kennt vielleicht der ein oder andere. Auch ein sehr, sehr schönes Foto. Die Perspektive gefällt mir auch sehr gut, weil du von vorn den Weg siehst, der quasi zur Burg hinaufgeht, und das quasi auch wunderschön als Linienführung für die Augen in dem Bild ist. Gefällt mir sehr gut. Also vielen Dank, dass du auch den Hashtag benutzt hast. Und als letztes haben wir ein Foto von Banks on Tour. Er hat ein Foto vom Meer gepostet, und was mir sehr gut gefällt, ist auch hier wieder die Linienführung. Das Licht kommt quasi von hinter dem Wald. Das ist ein bisschen schwierig zu fotografieren, muss ich gestehen. Da hat man einen sehr hohen Dynamikumfang. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass zum einen der Horizont gerade ist. Das sieht man manchmal noch, dass es nicht so funktioniert. Hier passt das für mich. Und die Küste schlängelt sich auch sehr schön durch das Bild, sodass du quasi von links nach rechts einen Verlauf hast und auch hier wieder das Auge geführt wird und das Foto wirklich zum Verweilen einlädt. Und wie gesagt, das hat auch sehr gut gemacht, was den Dynamikumfang angeht, weil wenn du rechts sehr viel Schatten hast und links quasi den hellen, erleuchteten Himmel, dann hast du sehr hohen Dynamikumfang, und dann musst du das erstmal handeln vor Ort bzw. in der Nachbearbeitung. Und das finde ich ist ja sehr gut gelungen. Also vielen Dank auch an dich, dass du den Hashtag für dein Bild benutzt hast. Ja, das war es schon wieder von den Beiträgen zu Silvius Woche, zu den News, die es zurzeit aktuell gibt. Wenn ihr Fragen dazu habt, was die neuen Themen angeht, beziehungsweise wenn ihr Wünsche dazu habt, schreibt mir gerne hier unter diesem Video oder schreibt mir auch bei Instagram. Ihr wisst ja, wo ihr mich da findet, unter Pickpond Photography. Da bin ich zu finden, und ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch mit vorbeischaut. Und ansonsten, wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann gebt mir gerne ein Abonnement hier und ein Like zu diesem Video. Das unterstützt mich wieder und hilft auch ein bisschen dem Algorithmus für meinen Kanal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!